Moin. Warte. Moin. Da. Ah, Seacrystals. Wir sind wieder bei meiner heiligen Teetasse angekommen. Oder immer noch. Ich habe sie inzwischen übrigens gewaschen. Sie ist jetzt nicht mehr nur benutzt. Ich habe sie zwischendrin auch geputzt. So, jetzt wird sie wieder eingeweiht. Aber weiterhin mit Schneewunder. Ich bin gerade dabei, die Box auszutrinken. Und dann gucke ich mal, was ich noch habe. Ich habe da noch ein, zwei Boxen, bedient werden können. Aber das Bild heute wird ein kleines Fanart. Ich glaube, ohne Farbe erkennt man sie nicht. Deswegen spoiler ich mal vor. Es wird Zero Two. Weswegen ich diese lustige Stickerei auf ihrem Brautschleier habe. Glaube ich, jetzt eigentlich verkehrt rum zeichnen müssen, dass wenn es halt vor ihrem Gesicht wäre, dass man es hätte lesen können. Aber wir sagen einfach, wollte das. Das war alles geplant. Naja. Das ist eine Illu für einen meiner Coffee-Member. Er hat zwischendrin von mutiger Eule auf Boss-Eule hoch gedroppt und daher geht einer 4 Illu freigeschaltet. Und da von Anfang des Jahres schon, also wirklich seit Januar dabei ist und jetzt ein fucking Jahr durchgezahlt hat, theoretisch wird sich noch 3 Monate warten müssen, bis er die Boss-Eule da die 6 voll hat für die Illu. Aber halt einfach dadurch, dass er wirklich die erste Eule ist und das auch konsequent durchgezogen hat und sogar inzwischen geupdatet hat. Kein Ding, Brudi, gönn ich dir. Und wenn ich das Bild fertig habe, dann beginnt Merch-Produktion, weil ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich alles, was ich am Merch hatte, einmal gemacht habe, damit ich Produktfotos machen kann. Und ja, wenn dann was verkauft wurde, wurde es nachgedruckt, aber halt wirklich auch nur für das, was bestellt wurde, wenn bestellt wurde. Ja. Also das Bildchen. Dann mache ich ganz viel Merchie. Dann werden die Pakete gepackt und dann kommen Versandkosten. Das Gute ist, ich habe von der Steuererklärung eine dreistellige Summe zurückbekommen. Dahergehend wird es kein Minus, sondern ich kann davon was abnehmen und habe dann immer noch Plus. Es wurde dieses Jahr nicht mehr, als ich dachte. Ich war positiv überrascht, drücken wir es so aus. Aber gut, ich würde sagen, das war genug Einleitung. Ich würde sagen, ich dive jetzt ins Bild und würde mich freuen, wenn ich euch Gesellschaft leisten darf. Ja. wenn nichts schief geht, ist das jetzt sogar das zweite Video im Dezember. Ansonsten wird das November-Video. Aber ich würde irgendwo gern Dezember mal zwei machen, weil ich habe mal die Zeit dafür. Daher, drück mir die Däumchen. Januar muss ich eh noch dann zwei Pakete machen, wo dann auch zwei Illus sind. Die kann ich dann auch wieder für YouTube nehmen. Also von daher, we can do this. Okay, ich habe euch genug zugetextet. Ab zum Bildchen und nebenbei nehme ich eh Audio auf. Von daher, YOLO. Wenn ihr mir eine Freude machen mögt, Kommentare sind toll, okay? Und falls dir der Stil gefällt oder so, ihr kennt den Scheiß. Abonnieren ist geil. Ansonsten, wenn du auf Instagram oder so unterwegs bist, habe ich meine anderen Socials auch in der Infobox. Ich weiß, das sollte man lieber. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich es machen sollte. Weil am Anfang des Videos hören die meisten zu, aber ich weiß, dass es manche auch abschreckt. Weil wiederum am Ende des Videos hört gefühlt keine Sau mehr zu. Also, I don't know. Wir versuchen jetzt einfach mal am Anfang des Videos. Okay? Kann nur schief gehen. Aber jetzt finally zum eigentlichen Post. Das tut mir leid. Ah. Thank you.
Ja, eigentlich starten wir ja immer damit, dass ich die Skizze mache, weil ich finde das eigentlich auch immer ganz cool, wie aus random Strichen wirklich ein ganzes Bild entsteht. Aber in dem Fall hatte ich es so gemacht, dass ich beim Zeichnertreffen die Skizze schon gemacht habe und auch direkt gelineartet, aus Angst, dass ich irgendwann nicht mehr durch die Skizze gucken kann. Wo die vergleichsweise harmlos ist, wenn ich an so manch andere Skizzen denke, vor allem an meine A3-Skizzen. Das ist wirklich, wenn ich jetzt A3 mache, erste Regel für mich, wenn ich es nicht jetzt durch habe, direkt kleinatmen, weil ansonsten mein Brain kann das nicht mehr. Ich bin zu alt mittlerweile dafür. Aha. Aber naja, ich habe jedenfalls Skizze und Line Art an meinem Zeichentreff gemacht, dass wenn du in der Nähe von Berlin wohnst oder auch in Berlin, der letzte Samstag im nächsten Jahr Januar ist das nächste Mal wieder Zeichentreff, da werde ich auch auf jeden Fall hingehen, weil ich da noch safe weiß, da habe ich Zeit. Mal sehen, wie es dann den Rest des Jahres läuft. Aber falls du Bock hast, dich mit Leuten zu connecten und bitte auch nicht nur wegen mir herkommst, falls du die Option hast, dann tu es ruhig, wirklich. Es gibt genug coole, nette Leute. Es fühlt sich so weird an, für die Leute zu werben oder allgemein dafür. Aber ich sag's mal so: Ich kann es empfehlen. Ich habe übel Schwierigkeiten, mir soziale Interaktionen anzugewöhnen. Und das ist bisher das Einzige, was ich seit Jahren durchziehe. Weil an sich ist der Treff per se fürs Zeichnen entstanden, dass sich Künstler untereinander vernetzen können. An sich kannst du aber auch, wenn du zum Beispiel in D&D magst oder auch gern zockst oder so, kannst du genauso hingehen. Du kannst auch legit einfach nur kommen, um halt Connections zu machen, dich mit Leuten zu unterhalten und so. Du musst nicht zeichnen können. Von daher, behalt dir den Samstag frei und maybe trifft man sich da. Wie gesagt, das ist die einzige fucking soziale Interaktion, die ich aufrechterhalten kann. Über den Rest reden wir nicht. Das ist alles sehr schwierig. Genauso wie ich. Ah, egal. Zurück zum Bild. Und wo wir bei schwierig sind. Überleitung des Todes. Wenn du schon ein paar Videos von mir gesehen hast, oder wenn das jetzt dein erstes ist, Surprise, ich hasse es, weiß zu shaden, aber es ist ein Brautkleid. Das hat logischerweise am meisten weiß. Also, I can't do something against it. Aber das Ding ist halt immer bei weiß. Ich habe immer Angst, dass ich auf der einen Seite zuerst zu viel Schatten mache, dass man es nicht mehr als weiß wahrnimmt, sondern denkt, dass es, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, weil ich mit Blautönen arbeite, das wäre blau. Aber ich glaube, ich habe es noch geschafft, dass man erkennt, dass es weißer Stoff ist. Aber ich dachte mir halt wirklich, ich gehe mit dem Cold Grey rein. Zum einen, weil ihre Augen grün-blau sind, also in meinen Augen türkis, aber in manchen Bildern sind sie grün, in anderen blauer. I don't know. So kann ich zumindest das auch zum Beispiel wieder aufgreifen. Und ich fand, das hat das Ganze auch ein bisschen lebendiger gemacht, als wenn ich halt wirklich nur mit diesen stumpfen Grautönen arbeite. Wie ich ja schon im Video erwähnt habe, wenn ich jetzt mit Grau arbeite, nehme ich nur noch meine Style-File-Marker, weil die den schönsten Farbunterschied haben zwischen den drei Graustufen: Cold Grey, Warm Grey und Neutral Grey. Neutral Grey ist das, was wir alle kennen, wirklich mit Grau. Cold Grey sehe ich gerade, da haben sie so einen schönen Blau drin. Und Warm Grey ist wirklich so ein bisschen beigeartig. Also sepia-beigeartig. Ist wirklich das schönste Grauset, was ich in meinem gottverdammten Leben jemals getroffen habe. Es gibt zum Beispiel auch bei Copic die verschiedenen Grey-Töne, aber ehrlich gesagt, ich sehe da keinen fucking Unterschied. Also, ich bin da raus. Ich bin sehr glücklich, dass ich Stylefy ausprobiert habe, weil ich finde, seitdem wirkt das auch, wirken meine Bilder auch ein bisschen echter, weil ich halt das genauer differenzieren kann zwischen den Farbnuancen. Was da schon ganz cool helfen kann. Aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen Farben. Nachdem so viel fucking weiß war, Brudi. Und ja, meine Teetasse ist schon leer. Es gab dazwischen viele Pausen. Also das Gute ist, bei OBS kannst du ja auch Pause machen, dass wenn du weißt, du bist jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde weg vom Tisch, dass du das nicht mit aufnehmen musst, aber trotzdem eine Datei hast und nicht 15 angefangene. Aber jetzt wird es endlich Zeit, dass die Farbe bekommt. Und ich bin mittlerweile mit meinen Farb-Skin-Sets, sage ich jetzt mal, zufrieden. Ich finde, es sieht auch schön lebendig aus und es ist nicht mehr so eindimensional, weil ich habe vorher, also es ist schon jetzt schon ein ganzes Stück her, seit ich das letzte Mal so gearbeitet habe. Aber ich habe zuerst hatte ich ja wirklich immer nur drei, vier Töne,
Und jetzt tue ich auch wirklich so Pink-Nuancen und Lila-Nuancen eindingsen, dass das die Haut einfach ein bisschen, ich würde nicht sagen dreidimensioneller aussieht, sondern lebendiger, dass du halt diese verschiedenen Farbnuancen hast und nicht nur, naja, Hautfarbe. Und dann habe ich zwar auch mit Buntstiften nachgeholfen, aber so kann das schön ineinander blenden. Auch wenn es manchmal ein bisschen weird aussieht, dass ich mit 10 verschiedenen Farbtönen in gefühlt 1 Quadratmillimeter arbeite. Aber ich finde, am Ende worth it. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe ehrlich gesagt zuerst immer so ein bisschen Hunger gehabt vom Weg, so, ja, warum sind immer alle zu faul, mit Buntstiften nachzumachen, so. Und ja, Buntstifte können immer noch geile letzte Gimmick rausholen. Aber ich merke halt inzwischen auch, dass ich dankbar bin, wenn ich wirklich einfach mit meinen Markern durchbuttern kann und nicht nochmal Buntis extra greifen muss, um Detail auszuarbeiten. Wobei die trotzdem noch kommen werden, Stichwort Spitze. Da kannst du mal am präzisesten damit arbeiten. Aber ja, jetzt wird das Bild langsam lebendiger. Ich bin sehr glücklich darüber. Das Ding ist, Zero Two, wenn ihr Darling in the Franxx schon mal gehört habt, das war eine Zeit lang übel gehypt, hat ja per se kein Brautkleid im Anime. Aber es gibt halt viele, die sich das gewünscht haben. Und der Jude hat mir auch ein paar Refpics geschickt. Von wegen, so könnte zum Beispiel das Brautkleid aussehen. Und ich habe es versucht, so ein bisschen auf meine Weise umzusetzen. Also, ich wollte jetzt nicht das abzeichnen, was er mir geschickt hat. Aber ich habe schon dankend den Einfluss eingenommen. Weil das ist das erste Mal, dass ich ein Brautkleid gezeichnet habe. Ich würde sagen, man erkennt das auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich dieses Band, was sie um ihre Hüfte hat, hätte lassen sollen. Vielleicht hätte ich das rauslassen sollen, dass es mehr rausploppt. Das ist gerade legit das Einzige, wo ich so sage, das könnte vielleicht ein bisschen too much gewesen sein. Aber ansonsten finde ich, wurde es ganz hübsch am Ende. Ich finde es so fucking faszinierend zu sehen, wie die Haut einfach mit jeder Schicht lebendiger wird. Oder meinetwegen auch saftiger wird. Bei ihrem Dekolleté. Mach mir keine Angst. Habe ich zuerst überlegt, dass sie so schwarzen, transparenten Stoff hat. Allerdings wurde mir beim Laufe des Colons, hatte ich das Gefühl, dass es zu krass gewesen worden wäre. Deutsch. Und dementsprechend habe ich mich dann später umentschieden und doch kein Schwarz genommen. Und ich hatte auch kurz Weiß überlegt, aber dann hätte ich von Anfang an mit weniger Shading arbeiten müssen. Weil ich meine, ja, ich könnte auch mit weißer Tusche rübergehen, also die halt verdünnt rüber machen, aber nee. Und dann wäre halt wiederum die Frage gewesen, wenn ich den weißen Stoff nehme, was dann für Spitze, weil ich wollte unbedingt Spitze machen. Ich fand, es ist legit mit das schönste Detail an diesem ganzen Kleid. Also habe ich mich dann letztlich umentschieden und sie bekommt dann weiße Spitze, aber kein schwarzen, transparenten Stoff mehr. Entschuldigung. Ich bin erst aufgestanden, keine Ahnung, eine Stunde oder so. Körper und ich müssen erst noch wachen. Nein, bitte nimm es mir nicht übel, danke. Aber ja, ich habe mich dann umentschieden und ich muss sagen, ich finde, es wirkt auch besser. Ein bisschen. Aber ansonsten, ich hatte Spaß dran, die Zero Two ein bisschen so als freudige Braut, die zum Altar rennt, zu zeichnen. Auch wenn ich sagen muss, das wirkt ein bisschen weird, wie die beiden rauskommen. Aber ich schwöre, als sie noch keine Kleidung anhat, hat es anatomisch Sinn gemacht. Nur, ich weiß nicht. Weißt du, ich fand diesen Fluss von ihrer Beinbewegung so schön, dass ich die nicht verstecken wollte. Es hätte mir so hart im Herzen wehgetan, wenn er unter dem Rock verschwunden wäre. Deswegen, here we are. Ich hoffe aber, es gefällt trotzdem. Und vor allen Dingen dir, T. Vor allen Dingen dir, das weißt du. Wie gesagt, tausend Dank, dass du seit Anfang des Jahres einfach durchziehst, mein Freund. Wirklich vielen, vielen lieben Dank und auch fürs Upgraden. Und ja, also, ich bin im Großen und Ganzen mit der Illo zufrieden. Wo ich ein bisschen Bedenken habe und was für Bedenken, hört ihr dann am Ende. Ich muss das nicht unbedingt jetzt vorkauen. Aber
ich würde sagen, das waren jetzt so ziemlich alle meine Gedanken zu dem Bild. Ich hoffe auf jeden Fall, ich gefällt dieser Anblick. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich vielleicht so ein paar Seitenviews filme. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir da auch Feedback lassen. Also sprich, dass ich so eine Cam, also mit meiner Handy, so ein paar Minuten filme, wo man nur an der Seite sieht, wie ich mit den Stiften arbeite. Du siehst nicht direkt das Bild, wie jetzt von Anfang bis Ende. Noch als kleine Ergänzung, weil ich fand das eigentlich ganz cool. Aber zugegeben, es ist gerade echt einfacher, das so zu filmen, weil das ist dann direkt auch auf dem Rechner gespeichert, muss ich nicht erst rüberschieben und extra filmen und Speicherplatz, weil TikTok klaut mir jeglichen Speicherplatz, den ich besitze, weil das ist, sagen wir sozusagen, Mini-YouTube, was ich nebenbei aufnehme. Ja. Der Speicherplatz ist ein kompliziertes Thema, finde ich. Ich hoffe, ihr habt da nicht so den Struggle. Aber ich habe langsam das Gefühl, ich brauche legit einfach nur ein zweites Handy für Filmaufnahmen, damit nicht jedes Mal, wenn ich ein Video voll habe, das dann direkt schneiden und hochladen muss. Das ist langsam echt stressig und anstrengend. Weil wenn ich dann halt mehrere Videos theoretisch filmen könnte, kann ich es nicht, weil ich nicht genug Speicher habe. Ah. Struggle with me, my friend. Struggle with me. Aber ansonsten wünsche ich noch viel Spaß bei den Bildchen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und zurück zur Musik. Booyah!
悲劇だったら見
Nakashima, Satoshi Kamiya, Akira Yoshizawa, Tadashi Mori, Henry Pham, David Brill, Aoyo Lestive, Robert Lin, Quentin Trollip, Oyegami Shop. Okay, ich bin fertig. Ja, darf ich vorstellen, das ist die Tour in einem random Hochzeit. Ich habe noch nie ein Hochzeit gemacht und hasse immer noch einfarbige Outfits, insbesondere wenn sie weiß sind. Deswegen musste ich so erfahren. Aber ich wollte es auch nicht. Aber wir haben natürlich hier Spitze einmal auf diesem Unterteil, weil sie ja die hellpinken Haare hat. Weißer Spitze.
Ich hatte zuerst schwarz überlegt, aber es war mir dann doch. Einmal die weißen Handschuhe. Weil es ja hier ist. Und hier auch den roten Lidstrich, I guess. Nehme ich mit. Quatsch mir vor. Hier auf den Schleier habe ich dann auch nochmal rote Schleier gemacht, weil ich das ganz gerne aufheben wollte. Aber den ganzen Schleier voll fand ich. Und so im Nachhinein, ich hätte es vermutlich zeichnen müssen. Wenn sie die halt zuerst vor dem Gesicht hat. I don't know. Entscheidet selber, was schlauer wäre. Aber ansonsten, ich finde gerade dieser transparente pinke Stoff mit dem weißen Spitzen sieht sehr, sehr nice aus. Ich mag das auch. Deshalb bin ich mir unsicher. Ich fand vorher ohne, war es keiner zu boring. Aber jetzt mit, bin ich auch nicht ganz sicher. Nur wenn ich jetzt alles mit roten Spitzen aus da machen würde, würde es auch zu viel werden. Sollte halt nochmal ganz schwer. Aber ansonsten würde ich sagen, deine glückliche Braut. Ich hoffe, der Besitzer ist dann auch am Ende glücklich. Die Person, gut, netterweise seit Anfang des Jahres bei Coffee, die das Membership aufrechterhalten, hat auch vor ein paar Monaten hochgestockt, dass er eine Illo dann auch bekommt. Und Zero Tool ist halt sein absolut Lieblings-Favorite-Character. Und ja, ich hoffe, mein Lieber, sie gefällt dir. Ich hoffe, dir gefällt auch das Process dazu. Aber ansonsten allerspätestens, wenn du die Box bekommst. Und ich habe jetzt erstmal alle Illustrationen für die Boxen. Das bedeutet, ich kann jetzt mit der Merch-Produktion anfangen. Und ganz viele lustige Sachen produzieren, dann in Kisten machen und dann kann ich es abschicken und dann beginnt für uns alle Weihnachten. Weil es wird für mich heute auch übel aufregend, das Feedback zu bekommen. Also, ich habe von einer, die hat mir schon gesagt, kein Ding, ich mache dir ein Privatvideo, weil muss nicht jeder streamen oder YouTube. Kein Ding, Brudi. Aber wenn man mir den Gefallen tun möchte, dann schon gern so ein kleines Reaction-Video, halt privat für mich. Aber klar, wenn man keinen Bock hat, hat man keinen Bock, aber irgendwie Feedback, ich meine, darauf freut man sich am meisten, Mann. Aber apropos Feedback, wenn du 5 Minuten Zeit hast, tu mir einen Gefallen und schreib. Okay? Ich freue mich über Feedback. Ich meine, wenn du magst, kannst du auch abonnieren. Wäre natürlich auch nice. Ja, also ich sollte hoffentlich jetzt jeden Monat ein Video schaffen. Vielleicht habe ich jetzt Dezember auch ein zweites Video geschafft. Aber ansonsten, ich würde mich halt echt über. Ich weiß, das war vielleicht ehrlich gesagt, jemals eine krasse Reichweite aufzubauen, aber wäre schon ganz cool, so mit zwei, drei Kommentaren pro Video. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt um genug Aufmerksamkeit gebettelt. Gibt ihr noch genug andere wunderschöne Channel, die ihr besuchen könnt? Wenn ihr gute Art Channel kennt, bitte teilt sie mir mit. Und ich meine nicht die großen, ich meine so kleinere. Und bitte auch keinen Realismus. Ich werde gern mehr so aussehen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und Wirksamkeit. Das ergibt keinen Sinn. Wollte ich noch mehr Scheiße labern? Checkt meine Beschreibung aus. Also, Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, danke euch. Und wenn ihr nächstes Jahr vielleicht auch so eine coole Weihnachtsbox habt, checkt mein Coffee aus. Würde mich freuen.